Und es geht weiter. Euch allen viel Vergnügen hier. Wir ziehen ein Stückchen Richtung Osten, weil, keine Ahnung, wir haben nur eine Ration. Vorher gehen wir nochmal in die Lebenspunkte rein. Aus irgendeinem Grund können wir den Kollegen, ach, den hatten wir innerhalb dieser Mission schon einmal gebufft. Können wir nicht nochmal buffen. Aber eine der anderen. Ich fand den Protektor so stark. Der steht da weiter vorne, ne? Von dem, obwohl der hat schon mehrere coole Angriffe. Wisst ihr, was wir denken umgekehrt? Wer von euch, ja, ich kann nur eine Sache dem anderen. Erst leveln, dann essen. Wenn ich jetzt Essen mache, schreiben die Leute im Chat, level doch mal. Der hatte schon coole Angriffe. Bei wem waren wir der Meinung, die Angriffe sind nicht immer so cool? Das hatten wir mehrfach genutzt. Den da hatten wir mehrfach genutzt. Ich fand vielleicht den am schwächsten von den Möglichkeiten. Den leveln wir einmal auf. So, was haben wir jetzt als Alternative? Tückischer Samen. Befallen. Ein Ziel vom Feind. Ich weiß, ich kenne aber die Hinweise. Ach, da steht's ja. Erleidet 50% mehr Schaden. Fügt allen Verbündeten Schaden zu, wenn die Einheit mit diesem Effekt stirbt. Super cool. Hatten wir eben schon mal besprochen. Ätzender Schleim. Schilddesintegration geschwächt. Nächster Angriff weniger Schaden. Wir machen den tückischen Samen. So. Und können wir ein Feld weiterziehen, ohne dass der Vorrat auf Null ist? Nein. Das heißt, wir müssen jetzt entweder eine der Fähigkeiten machen. Bewegungskosten auf um 2 senken. Das ist ja fast gar nichts. Schild stärken, Bewegungskosten auf 0 senken, 5 Runden lang, um durchzukommen. Dann sollten wir auch keinen Proviant verbrauchen. Sollen wir das mal machen? Ja? Genau, dann gehen wir ohne Schaden zu bekommen damit. Richtiger Hinweis. Ja? Ich kann gehen ohne Schaden zu bekommen. Wieso? Wieso kann ich das? Verstehen wir was nicht. Wenn ich hier drauf klicke, dann kann ich nach rechts ziehen, dann kann ich in irgendeine Runde in 5 Felder ziehen, egal wohin, und es kostet mich keine Bewegungspunkte. Neben dem Heiltrank sei irgendwas. Das hier, da waren wir doch gerade schon. Ja, ja, das geht auch. Wir können Proviant holen. Ich will nur gerade nicht unnütz Proviante ausgeben, weil wenn wir null ziehen können. Es könnte ja sein, dass wir hier 5 Felder ziehen und dahinter ist eine riesige Nahrungsbeute. Warum soll ich jetzt also auf Rationen gehen und irgendwie mehr Rationen holen, wenn vielleicht in 5 Feldern hier irgendwas Fettes ist? Eins nach rechts ziehen geht nicht, das kostet uns 3, wir haben nur eine. Nach oben hinziehen kann ich, aber warum soll ich dahin ziehen? Ziehen nach rechts rüber. Ja, die Rationen werden abgezogen. Wenn die Rationen abgezogen werden, verliert man danach Runde für Runde Lebenspunkte. Ach, so meint ihr das. Ihr meint ein Feld, wenn man ein Feld zieht und dann keine Ration mehr hat, dann wird erst ab dem übernächsten Feld Lebenspunkte abgezogen. Okay. Wir haben gerade 15 bekommen. Wodurch habe ich gerade 15 bekommen? Waren da gerade Rationen drauf? Ich habe das gar nicht erkannt. Krass. Wir könnten versuchen, durch die Düne auf gut Glück durchzuziehen. Sollen wir das wagen, Leute? Ach, die Datteln wurden automatisch konsumiert, Scheibenpflaster. Ich war so stolz drauf, ich hätte gerade Beute bekommen. Sollen wir hier mit dem einmal quer durch die Wüste in der vagen Hoffnung, dass es klappt, statt den ganzen Weg zurück? Ja, ne? Wir klicken einmal auf Bewegungskosten auf 0. Wir pokern. Einmal. Null Sicht auch. Das Maximum an Bewegungspunkte. Wenn wir in der Wüste verändern, Leute, wir haben mehr Glück als Verstand. Da vorne hört die Wüste auf. Wer weiß, ob wir da sonst hingekommen wären. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt 2 Felder können wir noch ziehen. Hier ziehen wir einmal rein. Und das bringt uns... ist das vertrocknet oder bringt uns das was? Bringt uns 12. Einmal rein.
Jetzt kann da ein Feld gratis ziehen. Wir wollen hier unten hin. Hier hin? Ah, wo kommt die nächste Nahrung? So, aber hier unten hinziehen, auf diese Felder. 1, 2, 3, dreimal nochmal teurer Sand. Ein Sand umsonst. Ja, das können wir auch. Wir können ja oben hin und dann den Weg unten rumziehen. Super Idee. Das können wir machen. Einmal hier hin, das ist noch gratis. Jetzt hier oben, wenn ich euch nicht hätte. Meine Retter in der Wüste. Einmal hier hin. Einmal dort. Oh, Ambush-Chance. Chance auf Hinterhalt. 25% oder 25% erhöht. Einmal ziehen. Oh, oh. Einmal 4. Einmal hier rein. Jetzt den Weg unten rum lang. Oh, oh. Einen haben wir noch. Einen Vorrat. Hier unten müssen wir hin, da gibt es 10. 5 Vorräte uns holen. Einmal nochmal vorziehen. Also die Kaktusfeige automatisch verbraucht. Ich dachte, die würde verbraucht werden, wenn ich sie... Wurde es im Chat eben doch falsch erklärt. Eben wurde das so erklärt, wenn man einmal im Minus ist, ist das nicht schlimm. Dann, ne? Aber dann würde man erst eine Runde danach verlieren. Dann hätte ich jetzt auch keinen Vorrat gezogen, sondern war mir quasi, ist egal, komm, ist egal jetzt. Wir müssen zum Baum hin, aber hier unten gibt es Nahrung. Sechs bis dahin. Einmal verbrauchen wir was. Wir haben 10 Nahrung bekommen. Jetzt oben wir wieder hoch und dann zum Baum. Willkommen. Eine sanfte Wärme umfing uns, als wir den Baum betraten. Wir wurden von seinen berauschenden Aromen und von Vogelgezwitscher empfangen, das die Geschäftigkeit im Kar begleitete. Wir waren zu Hause. Sehr schön. Das ist jetzt aber nicht so eine Stadt, ne? Wir haben nicht eine Stadt gefunden, oder? Ist das eine Stadt? Ist das so eine Stadt wie die Stadt, wie die Startstadt? Wie der Stadtbaum? Boah, sind wir weit gelaufen. Das war ja der Startort, Lekwasi. Ist das hier wieder die Stadt? Nee, ne? Das ist eine Stadt, nur in... Es ist düster. Und hier wollen wir wieder rauslaufen. Da müssen wir auf jeden Fall auch hin. Wir müssen rauskriegen, was da ist. Wir müssen weiter Richtung Osten. Können wir denn hier im Augenblick die irgendwas verwalten hier? Nein, das ist die Stadt. Das ist noch nicht die Stadt. Doch, das ist eine Zwischenstadt. Da ist die Baumutter. Bis dahin müssen wir laufen. Wir sind einen Schritt vorangekommen. Wir haben es geschafft. Super. Und wir haben auch 5 Memory Points bekommen, die mit immer uns nachher skillen können. Sehr schön. Wir laufen einmal, ich will einmal wissen, was ist das hier? Keine Ahnung, wir laufen einmal rein. Ein Kampf. Wieder gegen 2 dieser Hyänen, die lieber wieder keine Schilde haben. Dass dieser super Skill, den wir haben, der Schilde wegmacht, uns nicht helfen kann. Danke, vielen Dank hier. Sehr, sehr freundlich. Es wird wieder das Lied gestimmt. Wir müssen uns merken, der hat aufgrund des hohen Initiativswerts, fängt der meistens an. Den müssten wir so skillen. Und den als zweiten, dass die Gegner sich zurechtlegen können. Senkt Schilde auf 0. Toll. Verursacht mit dem nächsten Angriff 50% weniger Schaden. Beide können wir eh nicht töten. Das Problem hatten wir eben schon. Ah, guck mal hier. Die grünen Punkte zeigen einen an, wen der angreift. Er versucht gleich die beiden anzugreifen. Und er hier versucht gleich den hier anzugreifen. Also wenn der 2 angreift, vielleicht mit einer Sonderfähigkeit, dann sollten wir sagen, der soll schon mal weniger Schaden machen.
hat auch 30 Trefferpunkte bekommen, 20 abgezogen bekommen. Mit dem Kollegen hier vorne, Schaden zurück, ja, die machen ja hintereinander, der greift gleich den Dicken an. Wisst ihr, was wir machen? Der macht ja weniger Schaden, den haben wir gerade verzaubert. Der macht immer den vollen Schaden. Und der greift den hier an. Das sieht man an einem kleinen grünen Punkt hier. Deshalb werden wir jetzt mit diesem Wesen hier die Dornen auf den anwenden. Denn der wirft 50% der Schaden zurück und das wird ein sehr hoher Schaden sein. Aber der hält viel aus. Der hat 17 Schild und 98 Lebenspunkte. Wir provozieren, dass er ihn angreift und dann Schaden zurückerhält. Andererseits hat er Schilde. Ich weiß gar nicht, ob der hat. Ja, ach, das war nicht so doll, wie ich gedacht hatte. Schaut mal. Nur 6 Lebenspunkte. Das war, glaube ich, irgendwie verschenkt hier gerade. Das war so mäßig clever. So, jetzt ist der Kollege hier vorne dran. Physische Resistenz erhöht sich. Da können wir... Hier, die greifen wieder gleich beide hier vorne an. Das heißt, wenn, wenn er sich selber buffen würde, wäre das eigentlich cool. Aber er kann auch hier den bis auf 8 Lebenspunkte reduzieren. Wenn man das mal... Der hat nämlich 21 Schilde, der hält was aus. Jetzt ist der Kollege noch dran. Sturmangriff. Wenn der Feind in Reihe stehen würde, wäre das cool. Durch nächsten Angriff erlittener Schaden wird verdoppelt. Dann der hier, weil der hat noch viele Lebenspunkte. Der würde zwar sterben, aber ich glaube, die Runde ist gleich vorbei und danach sind wir beide wieder da. Fängt das wieder hier mit innen von vorne wieder an. Ah, stimmt. Richtigerweise im Chat. Das Symbol darunter zeigt auch an, was die machen. Johlen. Durch nächsten Angriff erlittener Schaden wird verdoppelt. Okay. So. Dann einen der beiden kleinen kriegen. Ist er dann tot? Ja, ne? Nee, das kostet... Doch, der ist dann tot. Jetzt haben wir den Kollegen hier vorne noch. Ja. Macht nicht allzu viel Schaden. Wir könnten nochmal hier drauf die Dornen machen. 50% des Schadens wird zurückgeworfen. Das war aber letztes Mal. Er hat noch 10 Schilde, mäßig sinnvoll. Wir könnten das mit dem Gift machen. Ach, der stoppt sofort. Guck mal. Ja, gewonnen. Sehr schön. Das haben wir hinbekommen. Klasse. Haben wir XP für ein Level Up? Mit ein bisschen Glück? Ja, jeder kann ein Level Up bekommen. Wem gönnen wir das Level Up? Dem tapferen Schneckenwesen. Mal gucken, was passiert. Eine weitere reduziert Hoffnung beim Feind. Also damit allgemeinen Kampfwert, aber nur bei einem. Tempo wird um 2 reduziert. Was das genau bedeutet? Ach, das bedeutet, dass jemand in der... Das ist der Initiativwert, also wo man in der Liste der beim taktischen, bei den Rundentaktikkämpfen, an welcher Stelle man kommt in der Kampfreihenfolge, wird jemand runtergeschoben, nach unten. Kann bei überstarken Feinden entfernt Debuffs bei den eigenen Leuten. Falls einer von uns geschwächt ist, wird er mental gesäubert. Ich finde das eigentlich am coolsten, dass man jemanden von dem Tempo her nach unten schieben kann. Das gefällt mir eigentlich. Und das scheint auch so zu sein, dass man gleich 2 auf einmal in Reihe schwächt damit. Hat das gerade geklappt? Ja. Wir können noch ein Level abmachen? Nein. Cool. Schildheben. Der nächste eingehende Angriff wird auf den schützenden Verbündeten abgelenkt. Ah, da können wir Angriffe auf Tanks ablenken. Nee, finde ich komisch. Auch hier. Ach, das ist dieselbe Sache. Schildschlag. Tempo wird um 2 reduziert. Falls wir gegen 4 Gegner angreifen, könnten wir dann das in 2 Reihen machen. Dann.
Sollen wir das machen? Plus 31, ich kann das nicht genau lesen, was das bedeutet. Der Wirker bekommt allerdings auch mehr Schild. Ah, das heißt, einer bekommt mehr Schild und kriegt den Angriff von jemand anders. Ich kapiere das nicht genau. Sollen wir das mal ausprobieren? Wir machen das nochmal. Eins weiter. Dann ziehen wir hier rein. Oh, wir laden mal wieder Durst und Hunger. Einmal Nahrung ausgeben. Schade, wir haben nichts mehr. Wir haben keine Nahrung mehr. Aus und vorbei. Wir müssen bis dahin noch hinkommen. Die Bewegungskosten reduzieren. Pflanzen düngen, hier ist nichts. Das haben wir schon ausgegeben. Das wird erstmal im Reich der nächsten Stadt wieder gemacht. Ja, Leute, wir Wanderlied. Wanderlied und irgendwie hoffen, dass wir durchkommen. Das, ne? Einmal rein und was passiert? Riesenfaultier. Diese schwerfälligen Riesen streiften langsam über die Ebene. Einer von ihnen schien von einem kleinen Lager von Sammlern kolonisiert zu werden. Wir sammeln zweimal Riesenfaultiermilch oder geben den Reisenden ein Zeichen, um mit ihnen zu handeln, oder ziehen weiter. Jetzt wissen wir leider nicht, was Riesenfaultiermilch ist. Ich vermute, es ist nahrhaft. Was ist euch lieber? So auf Nummer sicher gehen und Nahrung sammeln oder hoffen, dass wir noch bessere Sachen erhandeln können? Ich bin dafür, wir gehen auf Nummer sicher. Ganz schnell. Auf Nummer sicher gehen und Milch oder Risiko? Handel könnte auch Essen haben oder halt nicht. Risiko oder keins? Wisst ihr was? Aus lauter Neugierde, um mal zu zeigen, wie das funktioniert. Einmal handeln. Der Wert von Gegenständen kann von Stamm zu Stamm unterschiedlich sein. Möglicherweise lohnt es sich, einen Gegenstand irgendwo zu kaufen, um ihn woanders wieder zu verkaufen. Für Fertiger haben beispielsweise Pflanzen nur einen geringen Wert, weil sie diese selbst anbauen. Dafür wissen sie, Fleisch und Werkzeug zu schätzen. Ja, guck mal hier. Kaktus, Feigen und Fleisch. Und, wir müssen erstmal was bieten, ne? Wir müssen erstmal was anbieten anscheinend, oder? Was bieten wir an? Abgenutzte Splitter. Bieten wir einmal an. Wie schiebe ich das denn rüber? Ach, ich muss es auf jeder Seite markieren. Oh Gott, wie läuft das denn hier? Wer weiß, wie das funktioniert? Unten auf die Waage ziehen, heißt es. Inventar, Händler, Laden, hier unten in die Felder reinziehen, auch nicht. Oh Gott, Leute, wie funktioniert denn das? Rechtsklick aufs Item? Ja. Dann versuchen wir mal, wir packen erstmal alles rein, was wir loswerden wollen. Alles, was wir loswerden wollen. Das wollen wir loswerden. Was bekommen wir dafür? Der grüne Balken ist sehr hoch. Ist der auf plus minus null? Ist alles gut? Oh Gott. Ein Stück Fleisch, 12 Vorräte, alles wieder weg. Und die Kaktusfeige gibt 5 und die zieht fast nichts ab. Die erste hat fast nichts abgezogen. Ach, das ist außerhalb des Balkens quasi. Das wären 10. Scheinkleister. Das heißt, das wäre in Summe 17. So würden wir 10 bekommen. Wir könnten eine Granate eintauschen, aber wer weiß, wozu wir die noch brauchen. Ich würde es nicht machen. Sollen wir das so machen, Leute? Bei der Waage sieht man den Handelswert. 70 zu 50, danke.
Ich würde es so lassen, Leute. Ich würde sagen, dann nehmen wir halt ein Fleisch. Ein Fleisch für 12. Vielleicht können wir noch eine Sache links irgendwie rausnehmen. So. Einmal so. Ja? Ein Fleisch, 12 Vorräte. Wir können auch die Bombe wegnehmen. Aber die bringt uns nicht so viel. Vielleicht kriegen wir dafür wenigstens noch eine Feige. Auch nicht. Jetzt plus minus 9. Eine Feige, ein Fleisch. 17 in Summe. Einmal handeln. Das war knapp. Jetzt können wir die Vorräte wieder auffüllen. Bis hier unten hin. Schaffen wir. Der Weg kostet wie viele? Wie viel gibt es hier unten? Einmal Fleisch. Einmal hier runterrennen, bitte. Da kommen wir an. Der intensive Duft von Wüstentrüffeln stieg uns in die Nase. Einer von ihnen verbarg sich unter einem Labyrinth aus Dornen, das von gierigen Tieren bewacht wurde. Wir würden uns gewiss einige Kratzer zuziehen, um zu ihr zu gelangen, aber diese Köstlichkeit war es wert. Machen wir ein paar Lebenspunkte. 20 Vorräte, und dafür habe ich das Fleisch gerade ausgegeben. Wir können nur 20 sammeln. Schande! Oh Mann! Oh oh, einer wurde krank. Wer ist denn krank? Wer ist denn krank geworden? Hier. Nekrophobisch. Die Karawane verliert Hoffnung, wenn dieser Karawaner weniger als 75% Gesundheit hat. Gut zu wissen. Das ist aber hier nicht der Fall. Veteran verursacht mehr Schaden. Das ist eine Fähigkeit. Hier. Nein. Wer ist denn krank, Leute? Niemand ist krank. Ich glaube, die sind alle fit. Ich glaube, niemand ist krank geworden. Alles gut gegangen. Da stand es, vielleicht wird einer noch krank nachher. Im Augenblick nicht. Jetzt können wir hier reinziehen. Und noch mal 10 Nahrung sammeln, die wir nicht brauchen. Das ist doch nicht zu fassen hier. Ist doch nicht zu fassen. Jetzt haben wir 20 Nahrung. Ich habe das doofe Fleisch gerade ausgegeben. Wir müssen Richtung Osten. Jetzt ziehe ich hier. Wisst ihr was? Wir laufen ein Stück runter, um zu scouten und dann wieder hoch. Ja, um zu wissen, wo es lang geht. Wir müssen Richtung Osten irgendwie. Hier, Richtung Nord. Richtung Südosten müssen wir. Okay. Südosten. Danke an Lucky fürs 30. Abo, an Expol fürs 18. An Ulmo fürs 37. Danke euch allen. Wir müssen Richtung Südosten, hier unten rein. Aber wenn ich hier reinziehe, das kommt mir Wüstenlande, kostet nichts. Ja, weil wir immer noch sowas haben, das nichts kostet. Das ist echt nicht zu fassen. Wir ziehen hier mal durch. Jetzt fängt die Wüste wieder an. Immerhin haben wir volle Nahrung, Leute. Wir bräuchten irgendeinen Zauber mit immer. Wir könnten das Kakteenfeld hier düngen, aber wir haben ja 20 Nahrung. 6er Reichweite. Könnten die alle hier düngen, aber wozu brauchen wir das? Wir müssen Richtung Südosten. Wir ziehen noch eins vor. Ah, jetzt haben wir Sicht. Oh, was gibt's hier unten? 12 Nahrung, ein Chitin-Splitter und hier 10. Das Ziel sollte, guck mal, Ziel ist Südosten. Da laufen wir hin. Hier unten hin. Hier gibt's neue Nahrung. Oh. Das kostet Unmengen, aber wir schaffen es doch bis hierhin. 17 werden verbraucht. Ja, ist doch egal. Wir haben wieder 13 Nahrung. Was gibt's hier vorne? Eine Spitzhacke bräuchten. Wir haben eine Spitzhacke, ne? Ob die Welt prozedural generiert ist? Ich glaube, die ist handgemacht, aber ich weiß es nicht sicher.
Die können wir sagen, wir müssen Richtung Südosten. Da ist das Ziel. Das hilft uns gar nichts. Hier kommen wir mit Ach und Krach hin und müssen nachher noch eine Kaktusfeige nehmen. Was ist denn das hier? Eine alte vergrabene Truhe, aber erst die Nahrung. Du musst über den Schatz. Wieso muss ich über den Schatz? Wieso muss ich über den Schatz? Der Schatz kann mir ja nur auch irgendeinen Bonus geben. Also laut Map. Ja, nicht müssen. Also ich soll. Alles klar. Nein, ich will erstmal Nahrung haben, sonst sind wir gleich tot. Und von hier können wir da, wir können im Dreieck, einmal hier und einmal dorthin. Das kostet 16. Hier kommen wir mit 16, dann kommen wir mit 16 und dann kommen wir nicht weiter. Wir können höchstens, wir haben nur noch 5 Vorräte. Wir wissen nicht, was hier ist. Wir laufen erst einmal hier hin. Skorpionstich. Irgendjemand ist gestochen worden. Jemand hat Lebenspunkte verloren und ein Stück Hoffnung. Na toll. Wäre ich bloß nicht rübergelaufen. Wer war's denn? Ich habe keine Ahnung, wer es war. Ich weiß es leider nicht. Hier, der hier vorne. Komisch, dass es hier rechts nicht steht. Halbtot. Sofort Kräuterheilmittel geben. Kräuterheilmittel. Oh oh. Oh oh. Habe ich schon mal oh oh gesagt? Nee, ne? Gehen wir hier hin. Und? Schon wieder ein Kampf. Eine Hyäne und ein... Was denn das? Ist das eine Riesenameise? Ist das eine Kreuzung aus Skorpion und aus Ameise? Hier gibt es hohe Schilder. Einmal Kampf beginnen. Einmal rein, bitte. Und Lied singen. Die kämpfen in dieser Reihenfolge. Sehr viele Lebenspunkte, wenig Lebenspunkte, viel Schild. Senkt Schilde auf 0. Genial. Absolut genial. Wir leben nur von Schilden. Absolut genial. Ich bin so... Das hat uns eben geholt. Habe ich ein einziges Mal gesagt, wie doof waren wir, dass wir das Anti-Schildmittel geholt haben? Nein. Viel mehr als einmal. So, jetzt ist der nächste Kollege dran. Der hat nur 27. Ah, damit würden wir alle... Feuerdornranken bekommen. Wir würden alle 12 Schilde bekommen. Und er macht gleich eine gepanzerte Explosion gegen die 4. Und er macht gleich einen Angriff nur auf den Kollegen hier oben, einen Biss. Bitte lass uns doch sagen, alle bekommen Dornen bis zum Ende der Runde. Ja? Oh, hätte ich links hingucken müssen, damit alle die bekommen haben? Keine Ahnung. So, und nun ist der Schneckerich dran. Das Ziel stirbt. Jede Menge... Verlangsamen ist im Augenblick völlig egal, weil das ist der Initiativwert. Die sind beide in dieser Runde nicht mehr dran. Das hier ist jemandem einzelnen Stärke geben. Wird er auch behalten. Er könnte ihm den Panzer geben. Wird nämlich nächste Runde hier angreifen. Das ist ein normaler Biss. Setzt macht allerdings auch blutend. Der könnte sich selber mit einem gigantischen Panzerwert schützen davor. Oder einfach einen wegknipsen hier. Wird er weggeknipst? Leider nicht. Doch, der würde weggeknipst, ne? Bin mir nicht sicher. Wisst ihr, was wir denken? So, ich buffe den Kollegen hier mal. 55 Schilder. Wahnsinn. Jetzt mal mit dem Kollegen hier vorne. Ist das die ganze Reihe? Nee, nur einer.
Neugieriger Blick. Nächster Angriff erlittener Schaden wird verdoppelt. Ich weiß nicht, ob das über den Rundenwechsel mitgenommen wird. Das weiß ich nicht. Ein Sturmangriff bringt auch relativ wenig. Also wenn das mitgenommen werden würde, wäre das genial, sonst doof. Wir machen mal... Hier, komm, guck mal, wie viel da abgezogen wird. Hier, riesenstarker Angriff. Hälfte der Lebenspunkte runter. So, jetzt ist der Liedsänger wieder dran. Der vorne ist geschützt vor dem Biss. Und er macht auch einen Angriff auf alle vier. Den würde ich jetzt gerne rausnehmen. Er senkt Schilder auf 0. Die sind doch schon auf 0. Verursacht mit dem nächsten Angriff 50% weniger Schaden. Machen wir auf den hier. Denn der macht den Flächenangriff, den wir nicht verhindern können. Sehr schön. Und diese Runde macht er gar nichts. Also ganz kapiere ich jetzt noch nicht, was welche Wirkung hat. Aber Spaß macht trotzdem. Jetzt sind wir wieder dran vor dem Kollegen, der scheint auszusetzen. Hier, alleine 50% mehr Schaden und fügt allen Verbündeten Schaden zu, wenn die Einheit mit diesem Effekt stirbt. Einmal hier drauf. Ja, das war genau richtig. Schilde wurden gestärkt, jetzt ist der Kollege wieder dran. Den müssen wir zur Explosion bringen. Den hier unten. Der wird nächste Runde hier unten angreifen und er wird wieder hier oben angreifen. Ja, und der stirbt jetzt, er explodiert und der wird geschädigt. Achtung. Zwei auf einen Streich. So muss es sein. Ja! Wunderbar. Also alles kapiere ich noch nicht, aber macht trotzdem Spaß rumzupuzzeln hier. Und? Jetzt sind wir vorne angekommen. Eine Ration. Ziel weiter. Hier vorne noch einmal hin. Ende der Karte hier unten. Vielleicht schaffen wir es noch bis hier unten hin. Komm, wir versuchen es noch. Ziehen noch einmal hier rein. Ohne uns die Lebenspunkte. Haben wir noch irgendwas, mit dem wir Nahrung bekommen können? Ach, Scheibenpflaster. Oh oh. Nichts mehr. Pflanzen düngen. Hier sind keine Pflanzen, die wir düngen können. Hier unten bekommen wir etwas Nahrung zurück. 24 Punkte Lebenspunkte verloren und gibt es hier Beute? Einzeltier, ja, 12 Nahrung. Piratengruppe kämpfen einmal hier hin. Oh, das fällt ja auf, dass ich auf dem ich stehe, aber das habe ich doch gerade. Ach, das hätte ich nehmen können, das habe ich übersehen. Nee, wir hatten ein Mazerat, hätte wir da oben noch geben können. Ich habe es übersehen. So, und jetzt haben wir 12 Punkte. Geht so. Wir könnten ja noch mal irgendeine Belohnung bekommen. Komm, wir laufen hier durch Richtung Ziel. Versuchen heil durchzukommen bis hier vorne hin. Das lasse ich jetzt mal weg. Denn ich will die Stadt noch erreichen. Vielleicht schaffen wir das. Tal der Fertiger. Wir kommen, wir schaffen es. Wir kommen an. Wir kommen bis hier vorne hin. Wir haben kaum noch Lebenspunkte. Aber es sind noch alle da, alle leben. Und... Jetzt brauchen wir natürlich 12 Nahrung. Wir müssen wahrscheinlich über die Brücke. Hier können wir nochmal Nahrung mitnehmen. Stärkt den Schild aller Mitglieder. Das machen wir jetzt. Wer weiß, entweder jetzt oder nie. Sollten wir jetzt machen. Pflanzen düngen müssen wir nicht. Einmal den Schild bereit machen. Wir könnten hier rüberlaufen. Wir nehmen erstmal die Nahrung hier mit. Gibt 12. Die Bewegungskosten sind hier minimal. Laufen einmal hier hin. Sehen etwas mehr. Ich denke, wir müssen über die Brücke. Wir nehmen erstmal die Nahrung mit. Wacht. Ein
einem Lagerfeuer erzählte Geschichte, epischen Sagen vergangener Karawanen, Legenden der vorphytischen Zeit, Lieder über die tödliche Schönheit der Wüste. Genau das, was wir brauchten, um nicht den Mut zu verlieren. Hoffnung, Zufallsevent wird ein bisschen verbessert. Nahrung, wir haben wieder 17 Nahrung. Und ist hier die Stadt? Da ist die Stadt, da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Eventuell oben rum oder über die Brücke. Wir nehmen mal die Brücke mit. Es ist ein Verraten hier. Vier, drei Nahrung noch. Hier gibt es wieder neue Nahrung. Zwölf haben wir. Können wir irgendwas machen, um irgendwas zu düngen, irgendwas zu heilen auf den letzten Metern? Diese Fähigkeiten. Dreimal verbraucht eine nicht, werden aufgefrischt, wenn wir in der Stadt landen. Gibt es irgendwas, das wir drumherum düngen können? Ich sehe nichts. Gibt es irgendeine Lebenspunktequelle? Nein. Kommen wir bis oben hin? Ja, es reicht aus. Jetzt dürfen wir nur nicht wieder auf Feinde treffen. Wir schaffen es, Leute. Wir schaffen's! Wir schaffen's! Ja! Ja, wir kommen in der Stadt an. Eine sanfte Wärme umfängt uns. Wir betreten den Baum. Hand aufs Herz. Wer hat damit gerechnet, dass wir die Stadt erreichen? Auf YouTube auch. Auf Twitch auch bitte mal schreiben. Wer hat damit gerechnet? Wer hat nicht damit gerechnet? Ganz ehrliche Antwort. Ich so 50-50. Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, komm, wir ziehen es irgendwie durch hier. Nein, ja, nein, ja, nein, ja. Liebe Leute, spannendes Spiel kann im Early Access nur besser werden, noch schlechter nicht, weil Spiele besser werden im Early Access. Was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass die deutsche Übersetzung komplett wird, dass ein paar der fehlenden Tooltips noch ergänzt werden, dass das Kampfsystem etwas besser dokumentiert wird. Von der Stimmung her finde ich das schon toll. Also von der Stimmung her, das Spiel hat unglaublich Charme, die Grafik. Ich bin nicht immer ein Pixel-Grafik-Fan. Ich bin eher diejenigen, die so opulenter wirken, aber passt zur Stimmung. Das Spiel hat mich bekommen von der Atmosphäre her. Also meine Hauptwünsche wären mehr Dokumentation, also Kampf transparenter machen, mehr Dokumentation, solche Sachen, dass man vor allem beim Kampf klarer weiß, was wie passiert. Und ich glaube auch, das schreiben die ja selber in ihrer Roadmap, dass sie den Umfang des Spieles halt noch deutlich erweitern müssen. Aber die meisten, nicht alle, aber die wichtigsten Spielmechaniken seien schon drin. Link auf YouTube drunter, Textbeschreibung für die Steam-Shop-Seite, Wishlisten geht auch. Twitch bitte nochmal posten, hat mir viel Spaß gemacht. Und Fragen in den Chat auf Twitch an die Kommentatoren auf YouTube. Zum Full Release nochmal spielen und dann länger. Frage an euch. Was meint ihr?